Clubchef Martin Kind vom Bundesligisten Hannover 96 macht vor der DFL-Entscheidung über seinen 50 einen Antrag Druck auf die deutsche Fußballliga. Er behält sich nach wie vor eine Klage vor. Das Verhältnis ist neutral. Ich empfehle jedoch zu gegebener Zeit eine zukunftsorientierte Neuordnung der Struktur der DFL, sagte der 74 Jahre alte Unternehmer im Interview der Bild-Zeitung. Kind hatte bei der DFL einen Antrag auf eine Ausnahmeregelung in Hannover zur 50 eine Regelung gestellt. Der 96-Club-Boss argumentiert, die Niedersachsen seit über 20 Jahren erheblich finanziell zu unterstützen. Wohl auch, weil es Anzeichen einer Ablehnung von der DFL gegeben hatte, hatte Kind seinen Antrag ruhend gestellt. Die DFL hatte im Gegenzug eine ergebnisoffene Diskussion über die künftige Ausgestaltung der 50 eine Regelung, die bislang eine Mehrheitsübernahme von Investoren an einem Club verhindert, in Aussicht gestellt. Stattdessen hatten die deutschen Profiklubs im März überraschend für den Fortbestand der Regelung gestimmt. Er reichte seinen Antrag daher erneut ein. Klar ist, wird er wirklich abgelehnt, werde ich klagen. Durch alle Instanzen, sagte Kind erneut. Experten rechnen dann damit, dass die Regelung fällt. DFL will nach eigener Aussage, zu gegebener Zeit entscheiden.